Okay. Das ist schon ein bisschen länger fertig. Ich mache noch mal ganz kurz, damit ihr auch das Ding, Ding, Ding hört. Bing, 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 bing. Ende. Das kann man einstellen. Unter Einstellungen kann man Töne, Lautstärke, Häufigkeit einstellen. Mich hat das ein bisschen genervt. Wenn es ganz aus ist, kann ich auch nicht damit leben. So, bis hierhin sind wir schon mal so. Und jetzt machen wir weiter. Die Waage ist wieder auf 0. 70 Gramm Kichererbsen habe ich natürlich vorbereitet. Oh, ein bisschen mehr. Ich mag sie halt gerne. Und das Ganze kocht jetzt nochmal 5 Minuten 98 Grad. Rührstufe 0,5. Garen. Kein Überkochen, gar nichts. Noch ein Tipp von mir. Ich liebe Nudeln. Ich koche ja nur mit meinem Thermomix. Und Nudeln, Wasser 100 Grad. Und wenn die Nudeln drin sind, schalte ich auf 95 Grad. Dann kocht auch nichts über. Und ich habe nur noch zwei Schritte. Da seht ihr hier auch immer noch Schritt 26 von 27. Das heißt, in 4 Minuten ist mein Essen fertig. Hier habt ihr drei Punkte. Da könnt ihr das Rezept abbrechen. Die Waage hinzuholen, wenn ihr jetzt noch was nachwiegen wollt, kann man dann da noch reinarbeiten. Falls ich die Rezeptinformation vergessen habe, kann ich sie mir noch mal so aufrufen. Da habe ich hier auch Eiweiß, Nährwerte etc. pp. Oben steht immer, wie lange es noch dauert mit den 95 Grad, mit dem Rührstäbchen links rum. Also kein Messer ist im Einsatz. Hier drücke ich auf Fortfahren und bin wieder in meinem Hauptmenü. Und jetzt gebe ich zurück an meine Adelheid. So, ich schalte jetzt wieder zu Anja in die Küche.